Die Messe Wels blickt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr 2023 zurück. Trotz einem negativ budgetierten Ergebnis konnte im dritten und vierten Quartal noch aufgeholt und das Jahr 2023 mit einem Gewinn abgeschlossen werden. Dank einer guten Buchungslage seitens der Aussteller und einem regelrechten Besucheransturm bei den Messen wurden alle Erwartungen übertroffen und der Umsatz fiel um 12% höher aus als geplant. Für 2024 erwartet die Messe ebenfalls eine zweistellige Umsatzsteigerung. Es geht absolut in die richtige Richtung. 12% mehr Umsatz, 14,8 Millionen in absoluten Zahlen für das Jahr 2023. Ich denke, darauf können wir stolz sein. Insbesondere, wenn wir uns erinnern, dass die Messen während und nach Corona eigentlich ja schon totgesagt wurden. Ja, es ist richtig. 2020 war die Corona-Krise, 2021 ebenfalls. Wir haben fast 4 Millionen Euro Verlust gemacht, dass wir aus unseren Rücklagen stemmen mussten. Und dann 22 ein kleiner Gewinn, 23 ist auch ein nicht unerwarteter Gewinn, aber doch mehr als wir gedacht haben. Und 2024 werden wir auch positiv budgetieren. Dass virtuelle Messen physische Messen ersetzen werden, glaubt niemand in der Branche. Ich bin wirklich stolz darauf, dass wir jetzt und heute Stand Jänner 2024 sagen können, dass die Messe Wels tatsächlich für dieses Jahr bis auf wenige Randtermine ausgebucht ist. 170 Veranstaltungen Stand heute sind geplant. Das ist natürlich eine große Herausforderung, auch in der Abwicklung. Aber ich glaube, es wird wieder für jeden etwas dabei sein und freue mich über jeden einzelnen Besucher, der zu uns nach Wels kommt. Künftig soll es in Wels auch eine neue Messehalle geben. Das Projekt Messehalle 22 liegt im Zeitplan. Der Startschuss für den Bau ist im Frühjahr 2025. Die Bauzeit wird circa ein Jahr betragen. Wir haben uns dazu entschlossen, die Messehalle im Ostgelände abzureißen. Dort soll ja ein großer Park entstehen bis zur Traun. Das größte Entsiegelungsprojekt Österreichs für die Welser mitten in der Stadt. Das braucht Ersatzflächen, Ersatzhallen. Die sollen im Westen entstehen mit dieser Halle 22. 10.000 Quadratmeter soll die ungefähr groß werden. Es wird eine Straße, die Rosenauer Straße, wegkommen, weil der Park ja durchgehend sein soll und nicht mit einer Straße unterbrochen. Wir setzen hier auf Radfahren und Fußgängerwege. Und zum Zweiten, es muss die Straße von der Rennbahnstraße kommen Richtung Veldorada verlegt werden, weil dort ja mitten die große neue Messehalle steht und das wird hinter die Halle verlegt. Die Zufahrten sind aber erstens immer möglich und zweitens wird die Verkehrsinfrastruktur auch für die Zulieferung verbessert. Ja, die Messe Wels macht also wie auch schon 2022 im Jahr 23 Gewinne und ist fürs neue Jahr 2024 schon ausgebucht.